Mal zurück zum Oststadion, Herr Mayer. Hans Mayer von Schwarz-Weiß als erster Vorsitzender hier bei uns nach der Pressekonferenz noch zu Besuch. Glückwunsch zum Aufstieg in die Landesliga. Der Trainer hat es eben schon ausdrücklich in Worten gefasst, sag ich mal, seine Historie bei Schwarz-Weiß. War doch ein tolles Spiel, tolle Atmosphäre, tolle Zuschauerkulisse. Beide Mannschaften haben alles gegeben, ne, bis in der letzten Sekunde, und verdient hat ihre Mannschaft gewonnen. Ja, erstmals herzlichen Dank am Trainer und an dem ganzen Trainergespann und vor allen Dingen an die Mannschaft. Und ich sag mal, gut, wenn man das Spiel mal verfolgt hat, 1-0 zurück, 1-1, 2-1 für uns, dann 2-2, dann wieder 3-2 zurück. Und dann diese tolle Aufholjagd, sage ich ganz einfach mal, ein Kompliment an der Mannschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war baff ganz einfach. Das ist, ich sag mal, dann praktisch in der 96. Minute noch das 4-3 fiel. Also es war eine Top-Leistung der Mannschaft. Auch, wie gesagt, auch Sportfreunde hat eine tolle Leistung gegeben. Und auch beim Trainer, sage ich ganz einfach, auch ein Kompliment dazu. Über die ganze Saison fantastisch gearbeitet, genau wie unser Dirk auch. So, und da muss man auch beim ganzen Gespann sehen, sage ich, hervorragende Arbeit geleistet. Und ich bin top zufrieden damit. Ja, top zufrieden im Jugendstadion. Jetzt kommt eine neue Aufgabe auf Sie zu, Landesliga. Jetzt haben Sie natürlich neue Fahrpläne zu gestalten, ne? Am Kader. Der Trainer hat ja schon lange zugesagt, ne? Der kennt sich ja in- und auswendig bei Schwarz-Weiß, ja, sag ich mal, so ein Urgestein schon. Sind Sie denn schon so weit, dass Sie sagen, wir können schon loslegen, oder machen wir erstmal eine Party, eine kleine Verschnaufspause? Oder gibt es noch Arbeiten, die jetzt in den nächsten Wochen passieren muss? Nee, also Arbeiten gibt es keine mehr, so wenn ich den Trainer jetzt richtig verstanden habe. Und da habe ich auch gestern noch mitgesprochen, gestern Abend. Also falls wir hier gewinnen würden, so wie es ja heute passiert ist, werden wir wahrscheinlich kein Training mehr veranstalten. Das letzte Spiel halt eben noch machen gegen Brauweiler. Aber es wird laut Trainer wahrscheinlich kein Training mehr stattfinden. Und ich muss auch sagen, die Mannschaft hat sie also auch, ich sag mal, die ganze Zeit so tapfer geschlagen. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch jetzt eine Pause dadurch verdient soweit. Und wie gesagt, neue Aufgaben kommen, Wege werden weiter. So, ich hänge jetzt wieder mehr an der ersten Mannschaft wieder dran. Und ja, wie gesagt, wir hoffen auf die Erfolge, die uns dann, wie gesagt, vielleicht auch in der Landesliga erwarten. Ja, vielen Dank für das Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden von Schwarz-Weiß. Und wir gehen zurück zum Studio. Danke.